Ah, schön, interessant. Also jeder, der das lesen möchte, der kann das ganz in Ruhe. Ne? Macht immer schön Pause und so weiter. Ihr habt ja die Möglichkeit. Dinge gibt's. Ist praktisch, ne? Wenn man sich das anguckt und dann... Ach, siehst du die Texte auch? Ja, ja, die laufen bei mir ab. Ist halt schade, dass der noch keinen Sound hat. Es ist sehr schade, dass sie das rausgehauen haben, ohne dass die ganzen Sounds fertig sind. Ich glaube, das hätte der Story echt gut getan. Ja, natürlich, klar. Also, das ist ja sein Charakter, ne? Also, und der kann labern, der Typ. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Der labert. Oh. Das ist halt Börgel. Das ist Börgel. Der ist einfach so. So, jetzt müssen wir den Scanner freischalten. Das machen wir hier. Durch Hand auflegen, indem du länger E gedrückt hältst und guck dir dabei auf jeden Fall mal deine Pranke an. Mach ich. Hast du Wurstfinger? Okay, das sieht eklig aus. Widerliche Pfoten, oder? Die sind nicht gut designt. So, und jetzt können wir den ASL überall, in jeder Station können wir den ASL verwenden. Und der ist jetzt genauso aufgebaut, ne? Also du kannst hier ganz normal deine Punkte ausgeben, ich gebe dir mal frei. Ne? Du kannst hier die Quests annehmen und du kannst hier Milchmolare verteilen. Ach, sogar Quests annehmen. Ja. Also alles das, was vorher bei Burger gemacht wurde, kannst du jetzt an diesen ASL-Terminals in jeder Fabrik oder jeder Station da machen. Das ist natürlich cool, wenn du dann in den neuen außerhalb Gebieten bist, dann musst du nicht jedes Mal zu Burger rennen. Ne? Das heißt, du kannst dich jetzt auch viel, viel länger woanders aufhalten und trotzdem Quests machen. Cool, ne? So, und dann gehen wir nochmal eben zu dem anderen Raum hier. Ja, yeah, ich folge dir. Auch da darfst du einmal das Patschähnchen drauflegen. Hast aber Wurst vor. Ja, ja, die sind teilweise auch praktisch, sag ich dir. Guck mal, da der Ringfinger scheint entzündet zu sein, so dick wie der ist. Okay. Und das Schöne ist, kein Mensch weiß, mit diesem Kommentar irgendwas anzufangen, außer wir beide. So. Vielleicht noch deine Freundin, man weiß es nicht. Aber die wird sich das nicht angucken, oder? Guckt die sich das an? Nee, das hier nicht. Nee, nee. Gott sei Dank, dann können wir ja wieder richtig schön ekelhaft werden, weißt du? Ich bin froh, dass sie mich anguckt. Tut sie das? Auch nur selten. Ach, jetzt hast du nicht auf den Knopf gedrückt. Warte mal, ich geh mal eben rum. Weißt du, immer gleich Gorilla die Schuld geben? Weißt du, führst du ihn hier komplett durch, aber sowas vergisst er, also ist er schuld. Ist ja klar, hätte ja sehen können, hier ist ein roter Knopf, da kann man grün machen. Hi. Hi. Dann folge ich dir wieder. Ja, dann gehen wir in die Basis, oder? Gehen wir nach Hause. Ja, bitte. So, und das ist nämlich jetzt blöd, weil jetzt muss ich hier jedes Mal springen. Der hat aber auch randaliert, der alte Roboter. Du Mann, Mann, Mann. Aber wir sollen Punkte ausgeben, steht hier. Ja, das kann der machen, wie er will. Ich brauche auf jeden Fall Essen, Trinken und Liebe. Außerdem ist irgendwas an meiner Rüstung nicht vollständig. Okay. Dann erstmal nach Hause. Zurück. Genau. Also bei der Ausdauer ist das jetzt auch so, wenn du die verbraucht hast, dann dauert das wesentlich länger, bis die sich wieder auffüllt. Dafür verschwindet sie nicht mehr ganz so schnell. Hey Buddy. Ist das jetzt nicht immer gut oder ich weiß es nicht? Also ich finde es immer störend. Aber haben wir ihn nicht irgendwo gewohnt? Was hältst du davon, wenn wir dieses Haus einfach annektieren? Finde ich gut. Ich versuche hier ganz ja noch diese komischen Dinger, die Läuse hier einzufangen, aber die sind teilweise... Warte, wir haben einfach Mücken hier. Nee, gar nicht, sind gar keine Mücken. Das sind die... Wer ist denn hier nochmal? Hier hat sich nichts geändert. Ja, doch, wie heißen die Dinger denn hier? Leuchtwürmer. Fruchtfliegen, ja. Nee, die ist richtig. Hier. Die waren vorher nicht hier. Ganz nee, das stimmt. Da sollten auch keine sein. Ich sag ja, du lockst ja immer Sachen an. Erstmal was trinken. Erstmal was essen. Dann häng ich was Neues auf. So, guck. Jetzt muss ich erstmal gucken hier, wie, was, wo, weißt du? Mhm. Diese Verteilung wieder. Aha. Die laufen auch übertrieben schnell weg, die Dinger. Die Läuse. Okay, alles klar. Du kannst ja schon mal kontrollieren, ob dein Gleitschirm zum Beispiel noch toll ist. Ah, ist eine gute Idee. Gleitschirm. So, Inventory. Ist ja jetzt hier alles umbenannt. Ja, der ist so... Ich habe noch einen zweiten dabei, deswegen passt das. Ja, weil das passt. Das empfinde ich immer so als Platzverschwendung, einen zweiten dabei zu haben. Ach, das eine fällt. Dann schmeiße ich lieber den weg, wenn ich Platzprobleme habe, der jetzt da einfach noch mit dabei ist. Aber ansonsten, so, wir haben jetzt nochmal Quarzitia gefarmt gehabt. Das habe ich schon mal abgelegt. Perfekt.
Wir haben auch hier die Stapelgrößen verändert. Das heißt, wir können jetzt die Sachen ein bisschen zusammenraffen. Das ist praktisch. Weil wir so viel Spinnennetze haben. Wir könnten mal was herstellen aus Spinnennetzen. Ja, bitte. So, ich verteile hier gerade alles aus meinem Inventar, damit hier nicht... Genau. Weil dann könnten wir eigentlich auch losreiten. Ich würde da jetzt gar nicht so einen riesen Affentanz machen, sondern sofort los und die Chips holen. Wir kennen die Sachen ja schon. Das heißt, wir müssen da ja gar nicht mehr so ein Aufhebens drum machen. Nee. Brauchen wir nicht. Will ich nicht. Will keiner. Machen wir nicht. Macht keiner. Na? Eben. So. Ich muss mal eben gucken, was habe ich denn alles zu verteilen. Das ist, den haben wir nix. Da ist Made. Wo sind denn die, wie wurden sie gestern genannt? Die Klöten von Hulk. Das ist ja geil. Ja, finde ich gut. Gefällt mir. Das ist lustig. Das ist deine Form von Humor, ne? Mein Inventar, ja. Acid Roast, okay. Teilweise aber auch schwierig. Jetzt weiß ich zum Beispiel nicht, ist das, was ich jetzt esse, ist das schlecht gewesen? Ist das kannst du ja erkennen. Das wird ja immer gesagt, ob das spoiled ist oder nicht. Ach, spoiled würde das bedeuten. Okay, alles klar. Nee, dann keine Ahnung. Habe ich denn noch im Inventar, was vielleicht raus sollte? Nö, nix. Nö, ist alles sonst echt klasse. Die Getränkeflaschen. Hast du eigentlich jetzt zu viele Pfeile? Weil mir fehlen jetzt 11. Ich habe 46. Also ausreichend. Gerade so eben ausreichend. Hör mal, eine Axt hast doch du immer dabei, oder? Ich habe eine Axt dabei, ja. Genau, dann nehme ich immer den Hammer mit, weil dann sparen wir uns schon mal wieder zwei Plätze. Soll ich den Hammer dann ablegen? Ja. Ist so mein Vorschlag. Okay, ich habe den Hammer mal in die Kiste gelegt. Ja. Wir haben noch keine vernünftige Schaufel. Warum habe ich zwei Gasmasken? Weiß das jemand? Ja, du hast in die Zukunft gedacht. Falls deine kaputt geht, hast du noch eine. Finde ich gar nicht so verkehrt. Gut, wir gehen ja jetzt als erstes ins Hedge-Labor, ne? Also in das Heckenlabor. Mhm. Perfekt. So, jetzt mal eben gucken. Ausrüstung ist alles okay. Deine Waffen sind alle repariert? Die Rüstung generell gucke ich ja doch alles im astreinen Zustand. Mann, oh Mann, oh Mann. Ey. Als ob wir letztes Mal gesagt haben, wir bereiten uns mal ordentlich vor. Nee, sowas würden wir niemals machen. Vorbereiten. Nee, nicht unser Ding. Getränke, Flasche ist voll mit 4 Wasser. 4 gehen rein, ich habe nur 3. 4 gehen rein. Super. So, jetzt sind 4 drin. Klasse. Aber ich trinke nochmal was. Obwohl, wir gehen ja erstmal. Oder willst du nicht schlafen? Nee, ich würde sofort losgehen. Okay. Ja, dann. Let's go, Baby. Bist du schon unterwegs? Oder bist du noch drin? Ich bin noch drin. Vielleicht sollten wir vorher allerdings noch was zu essen machen. Ich habe 13 Acorn-Bits dabei. Das sind die Eichelbrocken. Mhm. Okay. Damit komme ich ein bisschen was voran. Aber ich bin auch essenstechnisch komplett voll. Perfekt. Stand. Ja, dann auf zum Heckenlabor, wa? Wahrscheinlich sind wir noch nicht da und dann bin ich wieder leer. Jetzt müssen wir das ganze Heckenlabor wieder machen. Ach, das ist doch schnell gemacht. Ach, Mensch, ey. Wir können uns ja mal professionell verhalten, ja? Und einfach mal tun. Professionell? Ja, komm. Nur heute. Ja, einmal zeigen, dass wir das können. Weißt du? Wir brauchen jetzt aber nicht gleich noch eine Bombe oder so, die wir jetzt nicht dabei haben. Nee, beim Heckenlabor nicht. Okay. War aber auch just in time, das Vorsicht. Und dann ging der Hieb schon an mir vorbei. Wo ist das Viech? Sehr gut. Da irgendwo sehr entspannt, ein Blatt dabei. Ja, ist gut, ne? Übrigens, wir sollen Punkte ausgeben, dann mach das doch mal eben. Gasmaske. Ja, mach ich jetzt. Das mal gerade weg. Oh,
Oh, wir sind am... Ach, ich Idiot. Ja, ich weiß nicht, wo wir sind. Das war jetzt eine ganz blöde Nummer. Ich bin gleich... Ah, regt euch jetzt mal nicht auf. Oh, natürlich, so eine rote Kackmade greift mich an. Ja, im Dunkeln loslaufen war bedingt gut, glaube ich. Irgendwie unorganisiert gerade. Hi, bist du lebend? Ich bin lebend. Ich hatte gerade gehört, du bist tot. Er ist tot, also das riesige Ding ist tot. Ach so. Also der Stinkekäfer. Aber das ist schon der nächste. Der kämpft da hinten mit dem, mein Käfer. Genau. Mariengrabenkäfer. Quatsch, oh Scheiße. Ist immer gut. So? Ist der auch böse, oder was? Achso, du bist... Ja, ja. Kann das sein, dass ich keine Schutzmaske aufhabe? Ich habe aber doch doppelt draufgeklickt. Ich weiß nur, dass ich... hier dich die ganze Zeit wiederbelebe, alles töten muss. Nee, warte. Das bringt ja nichts, wenn das Gas hier ist. Weißt du warum? Meine Gasmaske, die komplett aufgeladen war, ist jetzt komplett Schrott. Okay. Ich habe die aufgesetzt und jetzt gilt die nicht und deswegen bin ich auch gestorben, weil, komplett kaputt. Hä? Aber die war doch gerade noch komplett ganz. Also viel hat meine auch nicht mehr. Das ist aber seltsam. Ja, das ist echt seltsam. Alles irgendwie ein bisschen... Na gut, komm, dann mach mal eben die Punkte. Gib mal eben, weiß ich nicht, was du kaufen kannst. Da ist noch einer? Ja. Scheiße. Kommt der? Nö. Guck mal eben, eine Sache kaufen. Achtung, er kommt. Er wird aggressiv, er hat mich. Oh mein Gott, ich lauf. Ja, wir müssen hier weg. Ja, aber ich habe schon was eingekauft. Ich hab's gemacht. Perfekt. Metschild? Ja, keine Ahnung, was das ist. Ich habe wild geklickt und dann bin ich weggerannt. Ja, wir müssen mal ein bisschen langsamer werden hier. Boah, ey. Ja, wir wurden ja angegriffen. Das ging ja jetzt hier Schlag auf Schlag. Aber ich fand, Fleischschild klingt schon mal ganz gut. Das ist eine Mutation, hast du gekauft, ne? Ah, okay. Mutation. Die will ich mir mal angucken. Oh, Leute. Lass mal in der Nacht losgehen, hat er gesagt. Das ist nicht schlimm. Ja, ich will ja fertig werden, aber ich kriege meine HP nicht mal mehr hoch, ey. Ich sehe, weiß aber auch überhaupt nicht mehr, wo sind wir denn hier? Mami, du bist immer hinter mir, ne? Oh, so weit es geht. Oder so nah es geht. Wir hatten noch kein Haus gebaut, ne? Doch. Da hinten haben wir schon eins gebaut? Ja, also nein, nicht da hinten, sondern 100 Meter links, 100 Zentimeter. Das mit dem, nee. Oh, ich hab jetzt schon zu viel Spielstände im Kopf. Merkst du? Doch, Z, schlafen. Wieso Z? Was ist das denn für ein komisches Zeichen? Das ist halt nur so ein kleines Zelt, glaube ich. Vielleicht steht da für Z, für Zelt. Ach, deswegen. Steht auch an der falschen Stelle, genau. Also, für mich falsche Stelle, weil ich habe ja eher so meine Punkte hier. Wo ich immer weiß, wo ich lang muss, damit ich nicht irgendwelchen Mücken über den Weg fliege oder so, ne? So, hier ist La Dose. Ich bin bei dir. Ich häng schon wieder an irgendwas Schütz fest. Dich. Hier. Ich hab schon da meinen starken Armen. Hups und ihre starken Arme, ja. Hast du denn das Pflaster noch auf der Schulter? Ist hier jetzt gerade keins. Wir müssen mal an Land. Ich weiß schon wieder nicht, wo wir sind. Ach, Wurzel. Doch, die Wurzel kenne ich. Mit der hatte ich schon mal einen heißen Sommer. Na, Wurzel. Ja, da kannst du schön dran reißen. Das passiert mich jetzt. Oh ja, Schätzele. Machen wir mal eben Aufnahmepause hier. Wir können das auch auf Schweizerisch machen. Oh, oh ja. Ich spare mir alles weiter. Ja. Oh ja. Der war aber auch irgendwie eklig, oder? Ja, der war ein bisschen komisch drauf, der Typ. Aber wie das so ist, ne? Das Internet hat seine eigenen Gesetze. So! Sehr dunkel bei mir. Sind ja die Lichtsettings wieder zurückgesetzt worden? Kann das eigentlich sein? Nicht. Also bei mir nicht. Aber ich will nur noch mal sagen, obwohl ich ja total orientierungslos bin, ne? Ja. Ich hab's gefunden. Respekt, mein Lieber.
Respekt. Ah, du hast so eine Notiz gefunden. Ja. Aber dass die. Warum ist die Gasmaske so wahnsinnig schnell kaputt gegangen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Gucken wir mal eben kurz die Mutation Mietschild an. Ja, sehr gerne. Das ja, nur mehr Leben. Das ist die Mutation. Eigentlich ganz einfach. So. Wollen wir es wagen? Entspannt. Jetzt müssen wir natürlich schön langsam, weil dunkel und absturzgefährdet. Ja, warum, ey? Warum ist es so dunkel? Das ist total dämlich, das so zu spielen. Ja, aber das Blöde ist halt, wenn du dich hinlegst, dann wird ja komischerweise immer so getan, als wenn du eine Mega-Verdauung hättest, weißt du? Du musst ja komplett von vorne wieder auffüllen und alles. Ist doch scheiße. Und eigentlich wollte ich da ja nur mal eben durch. Das ist ja kein Riesenakt, weil wir kennen ja alles schon. Ne? Wir müssen ja nichts mehr erkunden. Wir müssen ja nur noch eben die Passwörter finden. Wir sammeln ja nichts mehr. It's a little baby spider. Wo ist er? Bist du auf dem Weg hierhin schon zweimal gestorben? 18 Kämpfe hinter uns. Ja gut, allerdings muss man dazu sagen, das mit dem Sterben ist ja auch gewesen, weil Gift. Ne? Obwohl ich ja die Maske sofort aufgesetzt habe. Weiter geht's. Hat mich das Gift ja gleich erwischt. Und das ist halt, warum die Maske sofort kaputt ist, das kann ich dir nicht sagen. Damit rechnet doch keiner. Nö. Und ich habe ein Videobeweis. Ich brauche nichts. Also nicht viel. Dann mach ich das. Ja, mach das. Fall aber nicht runter, ne? Tschüss. So, komm. Zeig mir das Symbol an, dass ich fahren kann oder zippen einfach kann. Hat er das? Wer hat was? Das Zip-Symbol? Hm, hatte ich. Ja. Also ich musste es genau angucken, es war nicht einfach da. Aber dann hat es geklappt. So. Ist ja ein bisschen Jump and Run hier, wa? Ein bisschen ist gut. Hört ja gar nicht auf. Boah, das ist aber auch echt wild. Ja, vor allem darf man hier nicht so schnell laufen, weil du ja an jeder Kackecke hängen bleibst, ne? Mhm. Sind wir schon drin? Nee, das ist doch nur das Vorlabor. Aber hier sind halt Sachen, die du mal eben noch mitsammeln kannst, ne? Früher war hier auch Wasser, das haben sie nicht erneuert. Ich meine, du kennst den Weg ja noch, ne? Nee, ich, ohne Scheiß, ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. Langlaufen. Könntest du mich jetzt auch in die letzte Ecke des Gartens führen? Ja, ich habe hier einen Deal mit der Mutterspinne, weißt du? Da wollte ich dich jetzt hinbringen. Dann kriege ich nämlich 5 Euro von ihr und das ist mir dein Leben durchaus wert. Aber dann schon Real-Life-Euros. Ja, klar. Und die darf dich dann schön schnecken, weißt du? Mhm. Schnecken nennt man das heute. Ja, ja. Ich finde das so schön, so englische Begriffe so zu verballhornen. Schnecken. Naja, ich hab's. Ich glaube, so halb habe ich's verstanden. Oh. Deine kleine Kackspinne. Ich will mich verarschen. Hm? Haben wir alles? Ja. Ich bin an dir dran. Mhm. Versuche nicht zu fallen. Das ist ja, das wäre aus mehreren Gründen schlecht. Weil vor allem, weil ja immer noch finster ist, wie im. Ne? Ich wollte jetzt sagen Affenarsch, also, aber ich weiß ja nicht, wie dunkel es bei dir ist. Schon sehr dunkel. Ja. Schon, ja. Schon. Man steckt ja nicht drin, ne? Ne, selten. Verarscht. Ja, das sind ganz widerliche kleine Ekelspinnen. Hast du sie? Nein, hat er nicht. Danke. Bitte, ich könnte mal wieder eine Heilsalbe gebrauchen. Ja, dann genehmige dir die auch lieber. Ich gönn dir, ne? Ich bin wieder im Königreich, gönn dir. So, haben wir hier irgendwas? Da ist noch ein Pfeil. Ja, danke. Ist mitgenommen. Dass du das so auswendig kennst, ne? Das ist gruselig. Wirklich gruselig. Müsste ich dieses Spiel, oder hätte ich mir das gekauft und müsste jetzt alleine dieses Heckenlabor finden? Ich verspreche dir, ich würde es nicht schaffen, würde mich richtig aufregen,
weil ich überhaupt nicht wüsste, was hier Stand der Dinge ist, würde ich mir ein Tutorial angucken, wo ich sehe, wo ich lang muss. Und dann würde ich mich darüber noch mehr aufregen, weil ich mir denken würde, da haben die einen Arsch offen. Aber es gab da mal ein super Tutorial auf FatLP, dem YouTube-Kanal von Fussel. Mega-Kanal. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ihr da oben. Okay, ich hatte dich verloren.